Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Claudi, das ist Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Frauchen macht ja schon hin, ist okay. Heute haben wir nämlich eine Box für Sammy bekommen und zwar ist es die Tough Cookie Book, bekommen wir öfters mal zugeschickt, was wir sehr cool finden. Und wenn du Bock drauf hast, mit uns zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die liebe Linda schickt uns die nämlich immer ganz gerne zu und dann können wir die hier auspacken und das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Ne, Sammy? Sammy findet das auch immer cool. Wir haben hier Hundeleckereien drin, wo wir uns keine Gedanken machen müssen, dass da irgendwelche Sachen von wegen Getreide oder sowas drin ist. Also das sind halt wirklich gesunde Süßigkeiten für den kleinen Mann, was ich sehr schön finde. Und also auch zuckerfrei und so ein Kram, ne? Und sinnvolles Spielzeug haben wir mit dabei oder Tools und so. Was auch ganz cool ist, ist, dass man halt, wenn man die Box das erste Mal abonniert, ein Willkommensgeschenk sich aussuchen kann. Ich kann euch mal einblenden, was für Willkommensgeschenke es so aktuell gibt. Also da gibt es irgendwie zum Beispiel einen Anti-Schlingnapf, habe ich eben gesehen. Dann gibt es auch so einen Futterbeutel und so. Und auch zum Beispiel mit Smoothie Dog, mit denen hatte Sammy ja auch schon mal eine Kooperation. Da gibt es auch ein Smoothie Dog-Paket, was man sich dazu bestellen könnte, was ich ziemlich cool finde. Denn diesen Doggy-Roller und auch diese Smoothies, da hat Sammy sich immer dran erfreut. Wir haben aktuell gar keine Smoothies mehr. Ich glaube, ich muss mal wieder welche bestellen. Ja, ne? Sammy zwinkert mir zu. Ist er nicht unfassbar geduldig? Ich bin auch immer wieder begeistert, ne? Zumal er weiß, was drin ist. Er durfte eben schon reinlinsen. Okay, also, die Box bekommen wir in unterschiedlichen Varianten. Es gibt die Variante für große Hunde, die so 39,99 kostet und für kleine Hunde, das sind 34,99. Ich habe nämlich hier auch die Funbox-Variante, das heißt, hier sind nicht nur Snacks drin, sondern halt auch Spielzeug, also quasi da ist noch ein extra Tool mit dabei und das ist dann halt ein bisschen hochpreisiger natürlich. Ich habe euch aber mal alle Informationen unten in die Infobox gepackt und bevor Sammy mir hier bei meinem langen Intro wegpennt, machen wir mal die Box auf. Die Box kommt übrigens aus Österreich und ist in alle Lieferländer versandkostenfrei, außer in die Schweiz. Da muss man einen kleinen Aufpreis bezahlen. Und hier haben wir dann den ersten Blick in die Box. Na, Sammy? Ist das nach deinem Gusto? Soll ich da mal gucken, was da so drin ist? Ja, ne? Also, zuallererst habe ich hier drin Chewies, 100% Kuhäuter. Oh, das wird bestimmt gut riechen. 150 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und, ja, getrockneter Kuhäuter läuft. Ich glaube, sowas in der Art, also so natürliche Geschichten, ist ja eh was für Sammy. Und ich glaube, so Kuhäuter hatte er auch schon mal. Ja, das ist ein Wuselhund, ne? Er ist viel rumgekommen, auch was seine kulinarischen Ergüsse angeht. Wow, ja, riecht intensiv. Und das sind halt so, ich weiß nicht, ob die Kamera das irgendwie, die Kamera steht nämlich ziemlich weit von mir entfernt, ob sie das irgendwie einfängt, aber das sind halt so Brocken. Ja moin. Die sind ein bisschen mehr kaubarer. Also quasi härter, so nennt man das. Aber das ist halt das Praktische, wenn man halt die Variante für große Hunde nimmt, dass man da halt auch größere Geschichten mit drin hat, damit die da ein bisschen länger was dran haben. Und wenn man die für kleine Hunde nimmt, dass man da halt auch dementsprechend kleinere Sachen drin hat, ne? Und das finde ich sehr cool. Na guck, aber wenn man dann mal drauf rumbeißt, dann ist alles gut, ne? Schmeckt gut. Der liegt ja auch immer wie Prinz Herrlich dann auf seiner Matte und lässt sich hier bedienen, ne? Es gab mal Zeiten, da ist er ganz aufgeregt um mich drum zugelaufen, wenn ich die Boxen ausgepackt habe. Und jetzt mittlerweile legt er sich auf seine Matte und sagt, lass mal kommen, Frauchen, lass mal kommen. Hast du mir gerade ernsthaft am Fuß gelegt? Es hat schon gekitzelt, Sammy. Es hat gekitzelt. Okay, dann gehen wir mal zu dem nächsten. Das finde ich ganz interessant. Das ist sehr, sehr leicht. Das sind auch Chewies Mini Pops. Mini Pops, Sammy. Natural Käse. Ich hoffe, der pupst nicht, weil er stinkt. Für alle Hunde geeignet, vegetarisch, leicht zu kauen, fettarm, Veggie. Okay, interessant. Handmade in Germany. Ohne Schnickschnack aus Kuhmilch. Aber ja gut. Ach so, dann ist es Veggie, aber nicht vegan. Klar, das wäre sonst ziemlich dämlich, ne? Proteinreich und natürliches Kalzium. Das ist gut für die Knochen. Cool finde ich auch, dass diese Sachen immer in so, oder meistens in so Druckverschluss, nicht Druckverschluss, doch, das ist Druckverschlussbeutel, ne? Drin sind. Weil dann kann man die halt wieder verschließen. Ich fülle das einfach der Optik halber gerne um in so,
Weggläser oder sowas. Ist Bock? Ist Bock? Kann ich bestimmt auch essen, ne? Das riecht ganz normal wie Käsepops. Na? Das ist Käse? Mir ist Käse für dich, ne? Traut sich noch nicht. Das ist eine komische Konsistenz jetzt erstmal, ne? Weil das halt so leicht und so poppig ist, klar. War das witzig? Muss ich nochmal machen. Die Konsistenz kennt er so noch nicht. Musst du durchbeißen. Das ist aufregend. Bin super runtergefallen, Jimmy. Ist ulkig, ne? Nochmal. Wie der auch guckt. Ja. Ich meine, das sieht auch genauso aus wie diese Käse- oder Cheese-Pops halt, ne? Die man so als Mensch auch ganz normal sich kaufen kann und die man dann so essen kann. Und die sind halt auch etwas anders von ihrer Konsistenz. Er ist da noch ein bisschen mit. Musst du dich noch dran gewöhnen, Sammy, ne? Ich merke das wohl. Ist alles gut. Ich habe hier noch mehr für dich. Zum Beispiel, nehmen wir mal so was Großes. Hühnerherzen, oh schön, von Bora, natürlich für deinen Hund. Das fand ich auch ganz interessant. Ich hatte auch mal was sehr Natürliches hier drin gehabt und habe dann auch was nachbestellt. Ich glaube, dass es Bora war tatsächlich, 100 Gramm. Und ja, Hühnerherzen, ne? Ja, moin. Also als Hundehalter sollte man, oder als Tierhalter generell, sollte man ja auch nicht fies vor sowas sein, ne? Sowas anzupacken und dem Hund sowas zu geben. Weil so natürliche Sachen sind halt das Beste, was du machen kannst. Das ist einfach so. Und ja, so schaut es aus. Sieht halt sehr natürlich aus, kann man nicht anders sagen. Aber Sammy liebt sowas. Er hat auch so Pansen und so ein Kram, auch, also sowohl rohen Pansen kriegt er mal und er kriegt aber auch halt getrockneten Pansen, die kann man halt besser aufbewahren. Und das findet er immer total großartig. Und deswegen, Entschuldigung, sollte man nicht fies bei sowas sein. Man möchte ja alles Gute für den Hund, ne? Cool. Also die drei Snacks sind schon mal abgenommen worden, auch wenn das Käse-Ding etwas anders von der Konsistenz her war. Trotzdem wurde es gegessen, das finde ich positiv. Ich hätte hier noch so ein Tool, aber das werde ich erst abwaschen und dann werden wir das mal verwenden. Das ist von AFP, All for Paws, also alles für Pfoten. Treat Frenzy Roll. Okay, also da kannst du halt so... Ich kann nicht futtern hier. Da kannst du halt so Sachen in diese Rolle reinmachen. Das ist eine schöne Beschäftigung für die Tiere. Dann fällt das nämlich so ab und an aus der Rolle raus. Es gibt es ja auch so, ne, dass du es in so Bällen oder sowas drin hast. Und das ist jetzt einfach eine Rolle. Sammy, der kennt auch sowas. Ne? Du kennst auch solche Produkte, Sammy. Wir haben auch von meiner Tante mal sowas geschenkt bekommen. Ziemlich geil. Hier kannst du sogar vorne sogar so einen Knochen oder was Größeres reinstecken. Das ist so aus Silikon. Das finde ich cool. Oder halt die Sachen hier so reinfüllen, ne? Und dann halt mit einem Knochen verschließen. Und dann müsste man das ja drehen können. Ja. So dass man dann hier die Öffnung halt auf hat. Und dann kann man halt wählen. Möchte ich hier zwei Dinge aufhaben? Oder möchte ich ein Ding? Zwei Dinge? Hä? Ach so, man kann nur zwei Dinge. Hä? Ich hätte jetzt gedacht, man kann auch irgendwo sagen, dass die Dreier auch auf sein können. Offensichtlich nicht. Nee, du kannst schon zwischen einem und zwei offenen Viechern wählen. Und je nachdem... Ach so, nee, hier hast du dann vier sogar gleichzeitig offen. Und je nachdem, wie viel dann offen ist, so einfacher ist es natürlich für den Hund, was rauszubekommen, ne? Ich find's cool. Aber wie gesagt, es wird erstmal noch abgewaschen. Ich weiß nur nicht, wie man das dann auch von innen sauber machen kann. Weil du kannst es ja nicht aufmachen oder so. Das muss ich mal herausfinden, aber ne, Sammy, das ist auf jeden Fall was für dich. Da kann man gut was reinfüllen. Das finde ich auf jeden Fall ein cooles Spielzeug, Sammy, ne? Ja. So, dann haben wir hier noch ein bisschen was. Perito Beef Chips for Dogs. Premium Quality. Made in der Tschechei. Interessant. 100 Gramm sind hier drin enthalten. Und ja, das sind so Taler quasi, die man dann auch als Belohnung geben kann oder, wie man so möchte. Das kann ich, ja, Beef mit Rind halt, ne? Auch das wieder getreidefrei und so. Und das sind dann so runde Taler. Was ist da ein Taler? Sowas kennt Sammy eigentlich auch. So von der Form und von der Haptik her, weil es sehr
fleischig halt auch ist. Ne? Also es ist einfach Pressfleisch. Und aber dich, du sagst mir hier einen vor, Sammy. 100% frisch, getreidefrei, glutenfrei, nicht hier gentechnikmäßig verändert, ohne Glutamat und frei von Farbstoffen. Also das ist halt eben das Coole, was ich bei Tough Cookie halt auch echt schätze, dass in diesen Boxen wirklich nur Produkte drin sind, die dann auch sehr gut für den Hund sind, dass ich da überhaupt nicht mir Gedanken oder Sorgen machen muss, dass da vielleicht aus Versehen irgendwas zwischen sein könnte, was jetzt nicht gut für ihn wäre oder so, ne? Wo ich im Laden vielleicht eher weniger zugreifen würde. Das finde ich alles sehr, sehr ansprechend. Und jetzt kommen wir zum letzten. Nein, zum vorletzten. Oh, guck mal. Hier haben wir nämlich so ein Ding. Da steht hier eine Käsestange M von Bora, 65 Gramm. Das ist nämlich unverpackt. Die wird Sammy dann in diesem Vieh drin bekommen wahrscheinlich, ne? So. Und dann kann er sich die rausknabbeln, wenn er will. Ja, noch nicht. Frauchen war doch gesagt, die wollte das eigentlich erst abwaschen. Ist für dich vollkommen irrelevant, ne? Also, ja, aber die kann... Aber wenn du guckst, wenn du so guckst, dann kann ich nicht Nein sagen. Wollen wir erst das andere machen, was noch da drin ist, und dann kriegst du die Käsestange? Das ist ein Deal, ne? Okay. Dann kann man nicht anders. Hier habe ich nämlich Seafood drin. Fisch ganz einfach, das finde ich auch cool, von Brav, Natural Quality. Und das ist Lachs, was hier drin ist. Und das ist halt auch gut, ne? 70 Gramm. So ein bisschen Fisch für den Hund ist auch mal eine ganz gesunde Geschichte. Und deswegen kriegt er jetzt erstmal ein bisschen Fisch, bevor er seine Käse-Pupsi-Stange kriegt. Du wirst heute Abend mir den alles zupupsen. Alles. Er liegt abends nämlich immer oder nachts neben meinem Bett. Und lässt dann gerne, wenn ich seinen Bauch kraule, natürlich einen ziehen. Und ich krieg's dann ab, ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Es riecht sehr, sehr intensiv hier raus. Und das sind halt so kleine Leckerlis, die man halt auch in diese Rolle reinfüllen kann. Und das werde ich halt auch nachher machen. Ich werde die erst waschen, dann werde ich die abtrocknen und dann werde ich eben die Rolle befüllen. Da kann man theoretisch auch, wenn man so kleines Hundefutter hätte, auch Hundefutter reinfüllen, ne? Wir haben jetzt ein bisschen größeres Hundefutter. Aber die wären jetzt dafür zum Beispiel perfekt von der Größe her. So, und jetzt zum Abschluss kriegt Sammy natürlich noch, wie versprochen, seine Käsestange. Die machst du jetzt nicht, oder was? Ja, die ist halt sehr, hart. Sie haben? Willst du nur anlecken, ne? Alles, was ich anlecke, gehört mir. Soll ich die mal hier hin tun? Dann kannst du da vor dich hin rumknibbeln. So, das war's dann nämlich auch. Wir sind durch mit der Tough Cookie Box. Ihr tut mir leid, Maus. Das wirst du jetzt alles sukzessive in den nächsten Wochen zu dir nehmen können. Denn ich glaube, die Box erscheint alle zwei Monate. Man kann natürlich auch immer wieder pausieren. Das ist halt auch super wichtig, ne? Wenn man sagt, Mensch, ich habe noch genug von dem letzten Mal und man möchte nicht, dass es schlecht wird oder so, dass man sagt, ne, ich glaube, ich bekomme sie alle zwei Monate. Das ist für mich persönlich super, beziehungsweise für Sammy. Weil so hat er auch die Möglichkeit, das alles aufzubrauchen und das ist auch gut so, ne Maus? Ich habe mich angeguckt. Mehr. Okay, ihr Lieben, das war es jetzt hier auch von uns und vielen, vielen Dank an die liebe Linda, dass du uns diese Box zugeschickt hast, dass Sammy, dass ich einfach mal wieder ein bisschen durchsnacken kann und schaut gerne in der Infobox vorbei. Da habe ich euch alles rein verlinkt, was irgendwie relevant sein könnte und vielleicht finde ich sogar die Links zu den Produkten, das weiß ich jetzt nicht. Wir haben nämlich hier kein Heftchen dabei, wo drin steht, was drin ist, also was quasi die Produkte anbelangt. Ne? Manchmal bekommt man die gar nicht so im freien Verkauf und deswegen... Ja, ist es dann ein bisschen schwierig. Ich vertraue aber Linda da auf jeden Fall, weil das halt gute Produkte sind und sie wählt das schon sehr, sehr sorgsam aus, das weiß ich wohl. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von uns. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammy-Videos. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du auf meine Rübe, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!